Ich grüße euch herzlich und möchte euch zeigen, was mit meiner alten Kaffeetasse passiert ist. Sie hat keinen Sprung, aber ist oben abgeplatzt und das ist eben auch nicht so schön. Dies ist jetzt eine Tasse ohne Henkel. Das geht natürlich auch mit jeder anderen Tasse oder jedem Keramikgefäß, was irgendwie einen kleinen Defekt hat. Als Steckhilfe habe ich dieses Mal Draht. Das war so ein Hasendraht, den habe ich zusammengekrüngelt und als Kugel ihn da jetzt reingestopft. Wenn man keinen Hasendraht hat, kann man auch einfach von einer Drahtrolle etwas so abrollen, jede Menge, und dann davon so ein, das zusammenknüllen und dann als Steckhilfe benutzen. Ich finde, dass diese Steckhilfe besonders geeignet ist für starke Stängel oder ganz dünne. Nicht so geeignet ist es, finde ich, für zum Beispiel Tulpen. Die, wenn man die da reinsteckt, kann es sein, dass sich der Stängel aufspaltet. Das ist dann natürlich nicht so toll. Der zusammengeknüllte Draht wird jetzt mit Grün bestückt. Ich habe hier zum Beispiel als Grundlage Holunder genommen und anderes Grün, was ich halt im Garten oder auf der Wiese am Wegesrand gefunden habe. Das wird jetzt alles mit Grün so lange bestückt, bis man den Draht ziemlich bedeckt hat. Also er kann immer noch durchschimmern, weil es kommen ja noch mehr Pflanzen hinzu. Das Grün habe ich jetzt fast alles auf eine Höhe gesteckt. Gleich kommen noch so ein paar weiße Puschel hinzu. Die habe ich am Wegesrand gefunden und die sind jetzt länger. Weil so die nächste Gruppe ist jetzt, dass ich die Sachen etwas höher stecke, also die Stängel länger lasse mit den Blüten. Dann hat man so einen dreidimensionalen Effekt. Wenn man dann hier und da noch eine Lücke sieht oder denkt, Mensch, da möchte ich noch etwas Grün reinhaben, ist es überhaupt gar kein Problem. Dann steckt man es einfach noch dazwischen. Nach Grün-Weiß kommt nun etwas Farbe ins Spiel. Da habe ich am Rand des Getreidefeldes noch etwas Kamille gefunden und ein paar Kornblumen. Die werden jetzt auch vorsichtig noch hineingesteckt. Ich finde, die Farben von der Kamille und den Kornblumen passen ganz gut zu meiner Tasse und deshalb habe ich die genommen. Das Ganze ist jetzt gleich fertig und dann arrangiere ich das auf einem Tablett. Ich habe ein weißes altes Tablett, was so ein bisschen shabby schickert. Das heißt, es ist nicht wirklich schön weiß lackiert, sondern hat schon so ein paar abgeschrabberte Stellen. Noch ein paar Kerzen zu und ab geht es in mein Dekofenster, was bei uns in der Holzwand steht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und sage bis bald und tschüss!